Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf dem Kanal As Reiter. Wir sind in Folge Nummer 22 von Transport Fever 2. Ja, ich habe jetzt hier für diese Geschichte hier 2 Stunden gebraucht, so ungefähr, um zu gucken, warum der hier nichts transportiert, der Zug. Ne? Jetzt sehe ich hier gerade, ich weiß nicht warum, er hat jetzt da 6 Waren drin. Das bedeutet, wenn der Zug gleich kommt, müsste er wahrscheinlich sogar was bringen. Die Linie 12 ist jetzt nicht das Entscheidende. Hier ist noch ein Fahrzeug, was glaube sowieso nicht fährt, weil es irgendwie keine Ziele hat. Kann das sein? Ja, genau so ist es. Das ist also ganz schlecht. Und auf der Linie müssen wir gleich mal gucken, wie wir da weiterkommen, ne? Achso, da war es jetzt nicht. Gott, da müssen wir schauen, dass wir das hinkriegen. Aber warum die jetzt hier mit mal anliefern und eben nicht... Aber warte mal, wo ist denn die Ware? Die müsste doch hier am Bahnsteig stehen. Tut sie doch auch nicht, oder? Er bringt jetzt 7. Die müsste jetzt hier hin, ne? Also er bringt hier was hin und die geht verloren, oder was? Ich sehe sie jetzt nicht. Ah ne, das ist jetzt nicht das richtige Fahrzeug. Okay, ich würde sagen, nach dem Intro gucken wir uns das nochmal genau an, wie es läuft, ne? Dann würde ich sagen, bis gleich. So, dann schauen wir mal hier Linie 25. Also, ich müsste es nochmal schauen, warum, wieso und weshalb. Aber ich glaube, der hat jetzt hier Ware stehen. Und dieses Fahrzeug, das kann jetzt erstmal ausgemustert werden, sozusagen. Nee, das kann auf Linie 25 fahren. So machen wir es. So, und jetzt müssen wir nur gucken, lädt der denn? Nee, der lädt nicht, der fährt durch. Gut, das heißt, wir müssen das nochmal ganz neu angehen. Dieses Fahrzeug verwalten wir und schicken es ins Depot. Und dieses Fahrzeug schicken wir auch ins Depot. Ja. Und dann löschen wir diese Linie. Aber nicht im Fahrzeugmanager, sondern dann im Linienmanager wahrscheinlich. Da gehen wir hin. Linie verwalten und die 25 fliegt raus. Jetzt müssen wir nur mal gucken, ob wir einfach diese Linie neu machen müssen, ob das dann reicht. Und zwar werden wir jetzt dieses Fahrzeug nehmen, Fahrzeug verwalten, hierhin, neue Linie. Wir sagen, fahr von da nach da und sagen dann hier, nichts da machen, sondern das machen. 100% das Ding laden. Und lade, wenn vorhanden, Vollladen einer Fracht. Und hier machen wir das gleiche in grün, nur hier ist es umgekehrt. Nicht laden, nicht laden. Und wir machen hier Entladen. Und zwar lade, wenn vorhanden, Vollladen einer Fracht, Vollladen einer Fracht. Ja, hier ist Laden, wenn vorhanden. Aber da ist ja nichts vorhanden, denke ich mal, ne? So, wo fährt er jetzt hin? Auf Linie 25. Und... jetzt müsste man mal schauen, kann man das jetzt hier erkennen? Ah, hier liegt noch nichts. Bis jetzt liegt hier noch nichts. So, jetzt kommt hier irgendwann der Zug dann an, den wir dann tatsächlich auch ins Depot schicken müssen, weil der mag wohl auch nicht richtig funktionieren, ne? Wo ist jetzt der Zug? Da ist er. Fahrzeug verwalten. Ne, da nicht. Schick ihn ins Depot. Ah, er ist jetzt gerade da, wo er nicht zum Depot finden konnte. Ich glaube, jetzt müsste es gehen, ne? Ja. So, und das war Linie 26. Und Linie 26 werden wir jetzt dann nochmal bearbeiten müssen. Linie 26, Linie verwalten. Wir gehen hier hin. Leitzkau ist da hinten. Ne, Linie 26, ist das denn richtig? Wenn Linie 26 hier... na komm. Mach Linie 26 dann bitte weg. Weil das ist ja auch verkehrt, ne? So, jetzt haben wir hier nichts. Jetzt nehmen wir diesen Zug, Fahrzeug verwalten. Neue Linie. Er möchte bitte von dort hinten losfahren nach hier. Und er möchte hier... in Leitzkau, das ist da hinten laden, und zwar das und nichts entladen, erstmal, und
Dann kommt der zweite halt an, wo nichts geladen wird, wo hier das entladen wird. So, hier in Leitzkau, das ist da unten, möchte er bitte Vollladen einer Fracht machen und dann sollte es jetzt funktionieren. Gut, jetzt müssen wir da hinten mal hingehen. Und gucken, ob einer von diesen LKWs jetzt was mitnimmt. Und siehe da, 7 von 7, es läuft. Es ist also irgendwo mit dem Zug gerade nicht richtig gelaufen. Und wenn man gesehen hat, da oben war irgendwas auch mit Personal eingestellt. Ich weiß nicht warum, wieso und weshalb. Aber da war der Haken irgendwie dran, ne? So, jetzt machen wir mal schneller hier. So, der bringt jetzt erstmal hier was hin, aber wir haben nur ein Fahrzeug da drauf, ne? Jetzt müssen wir dann nochmal ins Depot gucken. Da muss ja irgendwo noch ein Fahrzeug sein, ne? Die stehen jetzt alle im Depot, ne? Und die können jetzt alle auf Linie 25. Ich hoffe, das war Linie 25, ne? 32. Linie 25 war richtig. So, passt. Da war aber jetzt gerade noch Linie 12 zu sehen. Die müssen wir uns auch noch mal angucken, ne? Wo fährt der denn hin? Leitzkau, Pellington Nord. Okay, das heißt, die können definitiv hier auch runter dann. Leitzkau, das muss auch geändert werden. Nee, da muss ich hier hin. Und dann Fahrzeuge verwalten. Alle Fahrzeuge hier auf Linie 25, ne? Gut. Da gibt es einen neuen Zug. Okay, der kann 120 fahren. So, und dann, ach so, jetzt können wir noch die Linie reingehen in die Linie 12, weil die kann jetzt weg. Linie verwalten und Linie 12 löschen. Gut, jetzt passt's, oder? Und wie wir sehen, steht der Zug hier drin und kriegt gerade eine Ladung. Jetzt hat's geklappt, oder? Ich hoffe, der hat da jetzt was drin. Ah, er fährt jetzt der Zug, okay. So, jetzt muss der Bahnsteig hier aber voll werden, oder? So ist es. So, jetzt passt's, jetzt sieht's gut aus. Ich weiß nicht, warum er beim letzten Mal nicht so geladen hat. Ist so, ne? Schade. Gut, okay, das bedeutet, wir werden jetzt unsere 1,1 Millionen dann einsetzen müssen, um weiter auszubauen, das Ganze, ne? Ja. Welche Möglichkeiten haben wir? Das ist die gute Frage. Wir haben jetzt den hier. Lieferanten. Leitzkau Eisenberg weg, das war da. Ah, hier ist gleich nebenan auch noch eins. Das würde bedeuten, wir könnten von hier aus da rumfahren und da was hinbringen. Aber nee, nicht wirklich. Ja. Das haben wir schon gemacht, ne? Das funktioniert ja wohl, oder? Und wo bringen die Klamotten hin? Haben wir das auch? Linie 21 hat drei Brote da liegen. Die Linie 21 fährt wohin? Ah, hier runter. Nach Hallendorf, okay. Hallendorf hat Brot, ja. Hat noch jemand hier in der Nähe eigentlich Brot zu gebrauchen? Leitzkau nicht. Verlinken auch nicht. Ist das hier rechts, links hier? Ah, Möckern. Wir könnten also auch noch nach Möckern liefern. Gut, das Brot nach Möckern bringen wäre noch eine Idee, ne? Wir müssten beim Möckern aber gucken, dass wir da noch eine Entladestation bauen. Ja, da müssen wir jetzt mal gerade schauen, wie Möckern da aufgestellt ist für Gebäude. Entladestation. Ah, jetzt sehen wir es auch schon. Ah, das ist. Ach, da ist schon eine LKW-Station, sehe ich gerade. Ist denn da wer drauf? Ne, da fährt noch keiner. Okay. Das bedeutet, das haben wir schon fertig gebaut letztes Mal, aber noch keinen draufgesetzt. Dann gehen wir mal hier hin. Kaufen ein Fahrzeug. Das kann ja alles, ne? Ja, haben wir genug.
Und welche Linie war das denn? Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet, ne? Meckern sehe ich jetzt nicht die Linie. Okay, da müssen wir wohl eine neue Linie machen. Und zwar von da nach da. Und das sollte jetzt so funktionieren, oder? Wir müssen nur schauen. Ja, passt erstmal, denke ich. Das hier unser Fahrzeug. Linie 12 ist das dann, ne? Gucken wir nochmal. Leitzkor Abzweig nach Industriestraße. Leitzkor ab da, ja, wird wohl so sein. Aber einer ist natürlich viel zu wenig, ne? Sitze, nee, klonen will ich's da. Lass mal 4 Stück fahren, dann wird das schon, oder? Aber hier liegt gerade gar nichts. Warum nicht? Produktion ist hier schlecht. Was ist das für ein LKW? Linie 20, liefert an wahrscheinlich. 3 Fahrzeuge sind da nur drauf. Fahrzeug verwalten. 1, 2, 3. So, jetzt haben wir das noch geklont. Jetzt könnten wir mal langsam auch drüber nachdenken, hier unseren Kredit zurückzuzahlen. Mit 500.000 sind wir ja schon ein bisschen jetzt dabei, ne? Wir haben ja ein paar Millionen hier, ne? Darlehen sind jetzt noch 12 Millionen. So. Unser Zug, der bringt's jetzt. Oh, hier ist schon voll, ne? Okay, das heißt, ja, die nächste Geschichte wird sein, einen zweiten Zug zu kriegen hierfür, ne? Wie sieht's denn hier mit den Finanzen aus? Ja, das sieht doch jetzt gut aus hier, oder? Einnahmen 235.000, Ausgaben 147.000. Fast 100.000 plus macht der Zug. Gut, okay, das läuft also. Das haben wir also gut hingekriegt jetzt, denke ich. Hier stehen auf Linie 6 100 Leute und dieser hier 42 geladen. Okay, das ist jetzt nicht schlecht. Und 30 zurück. Wie sieht es denn finanziell aus? Aber er fährt ja, einmal hat er hier nicht plus gemacht, aber sonst fährt er eigentlich immer gut plus ein. Okay, da können wir mit leben. Der andere kommt von da gerade voll geladen, hoffentlich. Ja, ist er auch. Aber 16 ist natürlich ein bisschen mager, ne? Fahrzeug verwalten. Ersetze gewähltes Fahrzeug. Das können wir doch machen, oder? Ist das die Lok, die da drauf ist? Die will ich jetzt nicht. Details. Das ist diese Lok, die da drauf ist, die preußische. Mit 50 km/h, 728. Ja, okay, die können wir uns auch nur leisten, wenn, ne? Aber da müssten wir jetzt gucken, dass wir hier unten. Oh, da gibt es auch noch einen anderen Wagen. Ersetzen für. Ah, da kriegen wir noch Geld wieder, wenn wir die ersetzen. Auch interessant. Wenn wir das ersetzen machen. Dann müssen wir zu viel bezahlen. Aber die ist es ja auch gar nicht, die ich wollte. Diese wollte ich. Da muss ich 700.000 bezahlen. Okay, dann kriegen wir noch einen Restwert wieder. Und hier war jetzt noch ein Rungenwagen, der dann noch gut laden konnte, oder? Da waren 8 drauf. Was haben wir jetzt? 32? Okay, jetzt haben wir das Geld nicht dafür, aber ich möchte gerne, dass wir da so eine Kapazität rauskriegen. Müssen wir gerade einen Moment warten, vielleicht, bis dieses Geld da ist und dann machen wir das ersetzen, oder? 2,6 Millionen, 400.000 bitte einmal drauf. Vielleicht hätte ich eben den Kredit doch nicht zurückbezahlen sollen, ne? Naja, das ist halt so. 2,3 Millionen. Ah, jetzt ist gerade weniger geworden. 2,2. Kann mal jetzt ein Zug ankommen, der richtig Geld einnimmt? Na? Wer kommt denn hier? Ah, der kommt doch da an, oder?
2,3 Millionen und 2,5, nicht ganz. 2,3 wieder. Wann kommt der andere an? Ah, der fährt gerade weg, okay. 2,3 Millionen. Es wird gerade nicht mehr. Da fährt er hoch, okay. Müssen wir doch gerade einen Kredit aufnehmen. Die Zahl wird ja auch immer teurer, ne? Weil der ja immer älter wird, der Zug. Ich glaube, wenn der aber hier ankommt, dann müssen wir das haben, oder? 2,3 haben wir. Straßenbahn gibt es neue. Pelling nimmt jetzt einen neuen Gütertyp an. Maschinen, okay. Wann kommt denn der Zug jetzt? Ah, jetzt haben wir das Geld. Zack. So, jetzt haben wir hier den schönen Zug, den ich jetzt hier erwischt habe. So, der kann das. Ach so, das kann er alles verschiedene laden, okay. Aber er soll nicht das alles verschiedene laden. Getreide könnte auch laden, okay. Ah, das bringt uns jetzt hier aber nicht weiter, ne? Lassen wir mal verfolgen gerade. Ja, schicker Zug, der jetzt hier mit 60 km/h lang fährt, ne? Und ist der andere? Ja, die treffen sich hier gerade. Gerade so passend, das geht ja, ne? Okay, dann wollen wir mal gucken, dass der hier 40 kriegt von den Klamotten. Und nicht sowas, was da jetzt gerade dran steht, will ich hoffen. Es wäre fatal, wenn das jetzt so wäre. Volle Geschwindigkeit voraus, ne? Guck mal, da sind sogar Leute auf der Lok. Voll cool. So, und jetzt nehmen sie was mit, oder? Okay, er fährt jetzt mit 40 Tonnen. Wunderbar, sieht gut aus, würde ich sagen, ne? Jetzt müssen wir nur 100.000 haben wir gerade. Ja, lass uns noch gerade mit hochfahren. 40, 42 wären 6 LKWs. Da sind zu viele LKWs wahrscheinlich drauf. Da müssen wir nochmal drüber überlegen, was wir damit mit den anderen LKWs machen, weil die sind zu viele. Aber wir kommen langsam ans Rennen. Wir haben langsam Geld zusammen und kriegen das hier hin. Ne? Du siehst mal 430 hier, fast eine halbe Million wieder. Wir können wieder ein Stück vom Kredit abbezahlen. Wenn der jetzt ankommt, geht das wahrscheinlich sogar auch. Ne? Ah, jetzt wartet der natürlich auf den Gegenzug. Ne? Wo ist der denn? Ah, ich glaube, wir müssen noch weiter hier mit zweigleisig irgendwie ausbessern. Das sieht gerade nicht so dolle aus. Ich glaube, die 500.000, die sparen wir lieber für Gleise auf, ne? Damit das weitergeht. Ja, das kriegen wir schon. Das machen wir mal besser, oder? Hier nochmal ein bisschen mehr zweispurig machen. Oh, hier haben wir sogar mit Oberspannungsleitung, okay. Oberleitung, so heißt es, glaube. So, 500.000 und war eine Million. Also der Zug lohnt sich, das können wir definitiv sagen. Das heißt, hier geht es definitiv Darlehen zurückzahlen, 500.000, weil das hat er sich jetzt verdient, dass wir das gerade machen. So, jetzt müssen wir dann langsam gucken, dass wir diese 16 Millionen reduzieren. Ach, das sind gar nur noch 11,5 Millionen. Ich dachte, das wären 16, sind es gar nicht. Aber 10 Millionen haben wir nur noch miese. Okay, das ist jetzt geklärt. Dann kriegen wir das Geld langsam runter. Das ist auch gut so. Werden schauen, dass wir nächstes Mal vielleicht noch ein paar Fahrzeuge irgendwo mehr fahren lassen, beziehungsweise zum Beispiel hier oben gucken, dass die hier sind bestimmt zu viele, weil die fahren da durch die Gegend und der Bahnhof, ja okay, das Geld gibt's ja doch, wenn der das da abliefert, glaube, ne? Die kriegen immer alle Plus. Sehen wir ja hier, ne? Ja. Aber wäre schöner, wenn es da auch abgeholt wird, oder? Gut,
Machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.